herzlich willkommen in USA. 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 Fuck yeah. Austin, Texas. Ja. Wieder mit dabei Andy und Christoph. Hallo. Und der ganze Rest ist durch. Klar, Andy macht. Wir holen uns die Meisterschaft. Oder so. Mercedes ist viel zu weit weg oder wer auch immer weit vor uns ist. Oder wahrscheinlich Ido allein schon. Fährt Ido, fährt Williams, oder? Ja. Ja, Massa ist letzter mit 6 Punkten, aber ich glaube, das dürfte trotzdem reichen. Naja, Bissl hat ja auch noch ein paar Punkte am Anfang geholt. Ich glaube, das waren auch nicht viel. Ich glaube, es waren 15 oder so. Ups, ja, Crew, aber, ich will losfahren, danke. Ich glaube, Williams war weit vor uns. Danke, Rico. Aber ich alleine habe über 300. Erst habe ich wieder sowieso hergemacht. Vor uns. Bei 270 passiert. Oder so seit. Ich hab 123. Ja, aber du musst ja die Classic-Rennen ja noch mit reinrechnen. Stimmt, da bin ich einmal in Monaco 2 und einmal in Silverstone 3 gewonnen. Das habe ich verkackt. Also Monza. Ich lasse das DRS einfach hier mal geschlossen. Hello, Bissl. Bissl schaut zu. Bissl schaut zu, bei dir. Aha. Grüß dich, Bissl. Grüß dich, Bissl. Sehr geiles Intro, by the way. Ja, das ich vermisse dich als mein Teamkollege gemacht. Bissl, du Ratte. Du Ratte. Ja, das Schönste ist, ihr habt jetzt heute auf Twitch die Chance, auch Mainstream anzuschauen und zu gucken. Ich dachte, was ist denn? Erstmal schamlos Werbung machen, du. Nein, das Ding ist einfach für die Zuschauer, die das Interesse jetzt haben, hier, mal Dingens Multifahrrads anzuhaben. Ich meine, wir sind ja eigentlich größtenteils verzögerungsfrei unterwegs. Ich und das, ich und Rico. Deswegen. Rico und ich, der Esel nennt sich immer Kampf. Kann man ja schnell. Rico. Ja, genau. Und ich habe gerade Christoph mit eingeblendet. Wo Rico hat heute seinen eigenen Namen auch nicht richtig schreiben können. Rico. Also, hey, das ist bestimmt auch schon mal. Nö, also da so ein Ding wird auch nicht passieren, dass ich einfach einen Buchstaben vergessen habe. Muss ich einfach mal so. Also, Multicam ist heute unterwegs, einfach twitch.tv/Sam der Fischer. Wenn ich nicht da bin, nicht live bin, dann seht ihr eventuell ein Recap. Kürzer machen. Ja, ich dachte, du mal. Ja. Was mache ich? Egal. Ja, ich muss hier schon Abstand halten zu Mollen. Ja, aber das hätte ein bisschen früher sagen können als in der letzten Kurve. Ja, ist doch logisch. Ja, logisch ist das ja, schon. Das nicht immer gemacht? Du hast ja die ganze Zeit schon Abstand gefahren auf der Strecke. Ja, aber der ist irgendwie weniger geworden. Ich bin doch irgendwann noch ein bisschen von Indy abgebremst. Ach, Runde ab, ungünstig. Runde ungünstig. Runde ungünstig. Ungültig. Fuck mal live, ey. 20% bei Praktika auf alles. Konzentration. Molle. Konzentrier dich. Habe ich auch fett gestellt? Ja, habe ich. Ich würde auf Max stellen. Ja, das meine ich auch. Extrem. Da ist jemand nervös. Wurdest du denn hingereicht, Morgan? Ich bin, weil ich die Runde ungültig war, habe ich die anderen vorbeigelassen. Ich jetzt mit Marga ein bisschen durch die Gegend baller. Soll ich mal die Strecke so fahren wie 2014? Nein. Also kannst du von mir das gerne tun. Wird nur keine Zeit zustande. Andi. Hm? Ich bin direkt hinter dir. Ja, ich fahr jetzt schnell. Du fährst jetzt erst schnell? Runde gerade war nicht schnell. Okay. Ich fahr die ganze Zeit schon schnell. Ungültig. Ich muss gerade wirklich überlegen, ob ich ungünstig sage. Runde ungünstig. Okay. Ganz schön. Ist beides ist wahr. Kann ich jetzt nicht mehr fahren, weil Andi vor mir ist. Jedenfalls Amerika wieder so eine Strecke, die ich im Spiel nicht mag. Ich liebe die. Ilo, für welche Einstellung hast du dich jetzt eigentlich entschlossen? Eins nach rechts oder Mitte? Mitte. Mitte, okay. Ich bin eins nach rechts gegangen. Ich bin Mitte. Weil ich glaube, der Unterschied zwischen eins nach rechts und Mitte, also war bei mir jetzt persönlich nicht so ausschlaggebend, wo ich jetzt sagen könnte, so und so. Und ich glaube, für meinen Geschmack fand ich es, glaube ich, besser. Ich mach heute den Tobi von Japan, ja. Wenn du einfach die Kurven, glaube ich, besser bekommst hier in der Strecke.
was die beigeraden. Ich find's ja eigentlich schon bewundernswert, dass immer, wenn wir einen Stream starten oder eine Aufzeichnung machen von der F1 Online-Season, dass wir dann den Ilo sofort fragen, welche Strecke er eingestellt hat. Also welche Position. Das finde ich eigentlich richtig lustig, so als wäre das unser Streckenexperte. Ja, das ist er ja auch unser Experte, ja. Ich nehm's wieder zurück, ich seh's ein. Der spielt 10 Rennspiele gleichzeitig, macht 7 Stunden Sessions. Natürlich kann der was. Na, dann fragen wir den natürlich auch. Also. Ich dachte jetzt mit 7 Stunden Session, er hat einen Twitch-Account. Und streamt so. Nee, 7 Stunden am Stück Rennen fahren. War knapp. Aber die anderen Rennspiele kannst du nicht mit Formel 1 vergleichen. Ja. Ja, aber trotzdem kennst du dich ja aus. Keins ist schlechter als Formel 1. Wow! Okay. War ein Gag. So. Da bin ich fast in die Boxen einfach reingeballert. Und für Formel 1. Wisst ihr ja auch, trainiere ich eigentlich relativ wenig. Alles trotzdem bist du erster. Ja, ich auch. Natürliches Talent. Aber man sieht es ab. Ich krieg keine Zeit hin. Ich habe bisher noch keine. Das ist immer ungünstig, die Runde, ne? Ja. Leider schon. Wort des Tages, ungünstig. Wie sieht es bei euch eigentlich mit F1 2018 aus? Werdet ihr es fahren? Ja. Direkt am ersten Tag. Ich habe schon vorbestellt. Das Schönste ist, das Ding läuft auf einem Freitag. Und falls gleich. Warte mal, falls gleich die nachfolgende Frage kommt, ob du wieder mitfahren darfst. Darfst? Möchtest? Was auch immer. Du darfst. Ja. Ja, er hat sich ja verabschiedet. Also ich habe gesagt, ich habe mir schon damals ein Toro Rosso-Shirt gekauft und ich werde ab 2018 dieses verdammte Toro Rosso-Shirt bei jedem Dings tragen. So, als Information, als kleine Seiteninformation für die Leute, die etwas zu viel Geld haben, ich bitte etwas um kleine Spenden für eine Logitech 10920, damit man mich auch in Toro Rosso sehen kann. Im Shirt, so. Ah ja, ein Greenscreen wäre auch nicht schlecht. Und ein bisschen Beleuchtung, das wäre auch toll. Danke. Schäfer Christoph vor dich, der ist ganz schön helle Leuchte. Alles klar. Nochmal, bitte, hab's nicht alles verstanden. Was? Ach so, ja, wenn du jetzt fragst, ob du mitfahren kannst oder willst oder was auch immer. Ja, darf ich mitfahren? Dann. Nein. Dann ja. Wir gut, werden nicht mehr. Alles klar, ich kaufe mir das Ding auf jeden Fall am Tag 1, werde dann gucken, wie dann die Karriere ist, die so hoch gelobt wurde. Und ja, schauen wir mal. Noch kann sie nicht so hoch gelobt werden, weil noch hat keiner das Spiel. Also, ja, gut, es gibt schon Leute, die das Spiel haben. Ja, weil die Presse ist. Noch hat keiner das Spiel. Es gibt genügend, die das Spiel haben. Halt's mal. Aber es gibt noch keine Testberichte oder sowas, oder? Also Gamers Global hat doch schon so ein Test-Review-Ding. Ja. Aber der durfte ja auch nur in Melbourne spielen. Also in der Karriere, oder? Nee, wir konnten auch Frankreich spielen und Spa. Ja, dann nicht in der Karriere. Das macht's ja. Gleich direkt. Geil. Noch auf 1? Wie passiert das denn? Was hast du für eine Zeit? Ich habe noch keine Zeit gefahren. 1:35.472. Was war denn das? Meine Beste ist mit Abkürzen 1:54.42. Ja, das ist super. War das jetzt ein Stöhnen von Tobi oder? Wie viel Zeit bist du gefahren? 1:35.472. Da müsste aber machbar sein für Tobi. Oh, wow. Ich fahre die nicht alle raus, wenn ich gerade da vorbeikomme. Das wäre ganz schön scheiße. Ja, so wird's nicht. Ich bin noch eine zweite Chance. Okay, letzte Kurve habe ich nicht so gut genommen. Meine Zeit ist schon rot. Ich bin gerade vor denen rausgekommen. Was ist? Oh. Bin ich gerade wieder unsichtbar? Das wusste ich nicht. Auf einmal ploppst du vor mir auf. Ja, ich war unsichtbar, dachte ich. Warst du auch und dann nicht mehr. Also die fahren gerade alle raus, oder wie? Ja. Yes. Dann fahre ich doch etwas jetzt langsamer. Nee. Gott sei Dank. Gerade okay. Wo ich an der Haarnadel bin. Mein Lenkrad rutscht weg. Gott sei Dank war das keine abgekürzte Sache, sonst wäre ich am Arsch gewesen. Meiner Meinung nach war es abgekürzt, aber wenn das Spiel sagt, nee, dann ist okay. Ich kann deinen Kommentar gleich lesen. Muss fahren. Wer ist denn bei dir im Chat? Oh, alles oder nichts. So, hallo Bissel.
war ja am Samstag beim Regionalligaspiel in Bonn und wir sind die gleiche Strecke gefahren, die wir auch jeden Tag zu Gamescom gefahren sind. Kam Erinnerung wieder hoch. Schlechte Erinnerung? Nee, sehr, sehr gute Erinnerung. Immer schön an die Fahrt, so ein bisschen Auto nach Köln. Jetzt gib aber auch Gas, Christoph. Ja, da haben wir Pram gesehen. Ja. Okay. Ich wusste nicht, wie der hergekommen ist. Also ich bekomme nicht nochmal eine bessere Zeit. Beende Session. Das war doch auch schon gut. Warum schwerst du dich? Ja, ich würde gerne noch eine bessere fahren. So, ja. Er hat geschrieben, muss jetzt eh erstmal schauen, wie es bei mir geldmäßig aussieht. Heute extrem viel Geld investiert in Handy und ein neues Auto. In Bitcoin. Was für ein Handy? Für ein Auto? Da sieht man die Prioritäten. Mir ist das Handy wichtig. Der Technik-Freak und der Auto-Freak. Was für ein Handy und ist es kompatibel mit dem Auto, welches du dir kaufst? Opel Corsa. Opel Corsa. Die Runde wäre viel besser, wenn sie nicht ungültig wäre. Ich bin so unkontzentriert. Nein! So überrascht, dass ich überhaupt eine Runde fahre. Ilu, jetzt kommst drauf an, ne? Du musst eine geile Runde fahren. Ja, ich hab schon den ersten Sektor verkackt. 0-2 rot. Wie sieht's bei Garbage Günther aus? Hat sich ungültigt. Ungültig. Ungünstig. Ungünstig. Das ist mal kann es denn sein, dass das ich... ist die vorletzte Kurve gewesen. Ich hätte dich überholt. Ich hätte dich überholt. Handy iPhone 10 und Auto Mazda CX-5. War es okay. Was war das Handy nochmal? iPhone 10. Oder auch iPhone X genannt. Die Session beenden. Nicht zurück zum Menü. Ja, okay, noch vorstellen. Wer fährt jetzt noch? Keiner. Meine Zeit war ungültig. Oh, das war knapp. Ich krieg das Kotzen. Ich hätte die 1 geschafft. Ich hätte alle 1 geschafft. Nur dann bin ich zu früh in die Kurve reingefahren. Ich kann jetzt schon nicht mehr. Ja. Also, nee, das finde ich nicht gut, aber ich finde gut, dass ich auf Platz 1 bin. Ich kann jetzt nicht mehr. Ja, das finde ich gut. Weißt du, meine Zeit wäre 1 Minute 35 300stel gewesen. Just saying. Aber gut, alles klar. Fragend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen, Qualifying. Bis morgen. Das U von...